Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2 und in diesem Video schauen wir uns, nachdem wir im letzten Video Funktionsaufrufe behandelt haben, an, wie wir Parameter in Funktionen nutzen können. Und dazu erstelle ich mir eine neue Funktion. Als erstes nenne ich addiere. Und anstatt jetzt hier eben keine Parameter anzugeben, wie im GIP5-Beispiel von unten, erstelle ich hier eben zwei Parameter. Die nenne ich erste Zahl und zweite Zahl. Und was ich hier in dieser Addiere-Funktion mache, ist einfach, dass ich die erste Zahl mit dem Plus-Operator verbinde mit der zweiten Zahl. Also letztendlich, dass da die Summe zurückgegeben wird in dieser Funktion. So. Und anstatt eben jetzt hier nur GIP5 aufzurufen, möchte ich eben verschiedene Sachen addieren in der Main-Funktion. Also einmal hier die erste Zahl, Entschuldigung, hier möchte ich addieren die 3 und die 5 beispielsweise. Die zweite Zahl soll aus dem Funktionsaufruf von der ersten Zahl um 2 herausgehen. Und die dritte Zahl ist eben die erste Zahl und die zweite Zahl. So, und dann gebe ich eben diese drei Zahlen einfach mal auf der Konsole aus. Okay. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben öfters hintereinander eine Funktion aufgerufen und jeweils ihren Rückgabewert in einer Variablen in der Main-Funktion festgehalten. Und die Methode addiere selbst, die ist jetzt an sich erstmal nicht so besonders, naja, spannend. Also wir haben hier zwei Parameter und diese Parameter addieren wir hier einfach. Und wir setzen uns trotzdem hier einfach mal einen Breakpoint, um dann mit F5 ins Programm reinzugehen. Und wir sehen hier eben als Parameter, wenn wir die Funktion aufrufen, habe ich hier die Literale 3 und 5 angegeben für die entsprechenden Ganzzahlwerte. Und wenn wir jetzt in die Funktion springen, dann sehen wir eben hier unten, dass die erste Zahl eben 3 und die zweite Zahl 5 ist. So, dann wird innerhalb dieser Funktion eben addiert. Da kommt natürlich 8 zurück. Das heißt, in der Variable erste Zahl in der Main-Funktion steht jetzt 8 drin, wie wir hier sehen können. Und dann rufen wir das Ganze nochmal auf. Allerdings eben jetzt mit dem Wert der Variablen, eben 8 und 2. Das heißt, hier unten diese Parameter sind wie üblich eben 8 und 2. Nach dem gleichen Motto wie auch beim ersten Aufruf. Das Ganze gibt 10 zurück und wir speichern das hier in der Variable zweite Zahl. Und dann machen wir das noch ein drittes Mal, jetzt eben ganz ohne Literal, sondern eben bloß mit den Werten der beiden vorher berechneten Aufrufe. Und wenn wir jetzt hier drin landen, kommen wir eben zur 8 und zur 10. Und das Ganze wird dann letztendlich natürlich 18. Das heißt, wenn wir diese drei Werte ausgeben, die wir in den Variablen gespeichert haben, bekommen wir natürlich letztendlich hier 8, 10 und 18 raus. Okay. Ja, hier erstmal zu sehen, die Funktion mit Parametern. Was passiert eigentlich, wenn ich hier spaßeshalber mal die Parameter weglasse? Dann sieht man, der Compiler gibt einen Fehler aus. Er sagt eben, die Methode addiere hat zwei Parameter. Aber diese Methode wird aufgerufen, als hätte sie keine Parameter. Das ist eben falsch.
Und wenn ich jetzt versuche, das Projekt zu erstellen, dann sehe ich natürlich auch, dass der Compiler mir das Umformen des Programms nicht erlaubt. Das heißt, ich muss hier, wenn eine Funktion eine Parameterliste hat, dann muss ich diese eben auch letztendlich beim Aufruf erfüllen. Was ich auch machen kann, ist, wenn eine Funktion einen Rückgabetypen hat, dass ich ihn einfach ignoriere. Das heißt, ich könnte hier addiere mit 3 und 5 aufrufen und der Rückgabewert, der hier zurückkommt, ist mir völlig egal. Ich weise ihm nicht einen Variablen zu. Und manchmal macht es bei Funktionen Sinn, hier offensichtlich nicht, aber es ist eben gut im Hinterkopf zu behalten, ich muss mir nicht, wenn hier ein Rückgabetyp zurückgegeben wird, mir diesen tatsächlich auch zuweisen, zu einer Variablen beispielsweise. Sondern ich kann einfach die Funktion so aufrufen, wie sie ist. Ja, was wir auch sehen, was ich schon im letzten Video erwähnt habe, diese Variable und dieser Parameter hier, die haben denselben Namen. Und wieder gilt hier das Gleiche wie im vorherigen Video. Diese sind in unterschiedlichen Funktionsscopes definiert. Also Parameter gehören, auch wenn sie jetzt nicht explizit zwischen diesen geschweiften Klammern stehen, trotzdem zum Funktionsscope dieser Addiere-Funktion. Und diese zwei Parameter hier, auch wenn sie denselben Bezeichner haben, sind komplett unabhängig von diesen Parametern hier. Was hier passiert ist, eben da ein Int ein sogenannter Wertetyp in C-Sharp ist, wird eben callByValue gemacht. Das heißt, wenn ich hier die erste Zahl angebe, wird letztendlich der Wert dieser Variablen kopiert in den Wert oder in diesen Parameter. Und letztendlich kann man wirklich Parameter so betrachten wie Variablen, nur dass eben der Aufrufer diesen Parametern einen Wert zuweisen muss. Das ist der große Unterschied zwischen Variable und Parameter, aber ansonsten verhalten sie sich genau gleich. Das heißt, Parameter sind auch bloß so lang am Leben, wie die Funktion am Leben ist. Kann mir auch noch mal kurz zeigen. Ich zeige auch gleich noch ein neues. Wenn Feature von Visual Studio müssen nicht immer einen Breakpoint hier setzen, um zum ersten Statement der Main-Funktion zu kommen, sondern wir können auch einfach F11 drücken und wir landen dann eben direkt im Teil der Main-Funktion. Dann vielleicht auch noch einen kurzen anderen Debugging-Trick, wenn wir schon dabei sind. Wir haben bis jetzt immer F5 und F11 genutzt, um entweder in den Programmablauf komplett weiterlaufen zu lassen. Also das war dieses... steht ja gar nicht da. Okay, es ist F5, dieses Continue hier oben. Und F11 eben, um in Funktionen reinzuspringen. Und mit F10 oder diesem sogenannten Step-Over-Button hier oben kann man eben die komplette Anweisung hier einfach ausführen und zur nächsten Anweisung gehen. Also es wurde jetzt die Funktion aufgerufen und der Rückgabewert der Variable zugewiesen. Das war jetzt alles ein Schritt für den Debugger. Genau. Und hier nochmal, also der Wert 8, der jetzt in dieser Variable drin steht, der wird letztendlich in diesen Parameter reinkopiert. Eben mit dem Call-by-Value-Prinzip, das Sie schon aus C kennen. Und sobald diese Methode jetzt hier vorbei ist, werden auch die Parameter vom Stack wieder entfernt. Genauso wie die Variablen auch, wenn hier zurückgesprungen wird. Genau, vielleicht, das kann man auch am besten nochmal sehen, wenn wir jetzt hier versuchen, drüber zu gehen. Erste Zahl ist 8, zweite ist 10. Das wird dann automatisch von Visual Studio hier schon ausgelesen, obwohl jetzt eigentlich erst diese Parameter existieren.
Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt gesehen, wie wir Funktionen mit Parametern einsetzen. Und im nächsten Video schauen wir uns genauer an, was sind denn eigentlich Anweisungen oder zu Englisch Statements und wie kann ich Statements mit Ausdrücken ausstatten letztendlich oder wie kann ich Ausdrücke schachteln, um damit komplexere Statements herzustellen. Vielen Dank und bis bald.